without a dream in my heart, without a love of my own. Quartett, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Wir sehen Sie später noch mal wieder. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum Abendempfang des 10. Zukunftsforums ländliche Entwicklung. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ich verspreche, dass wir Sie auch nicht lange von Ihren Gesprächen abhalten. Aber wir machen jetzt ein kleines, schönes Programm, was Sie hoffentlich unterhält. Ich mache das nicht alleine. Ich darf Hermann Onko Eikens und Hans-Hein Eiden auf die Bühne bitten. Dr. Hermann Onko Eikens ist seit September 2016 Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Zuvor war er viele Jahre Landwirtschaftsminister und Umweltminister in Sachsen-Anhalt. Guten Abend, Herr Eikens. Guten Abend. Herr Eiden, den die meisten von Ihnen auch kennen, ist seit 2010 Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die BLE hat wichtige Aufgaben vom BLM übertragen bekommen hinsichtlich der ländlichen Entwicklung. Guten Abend, Herr Eiden. Guten Abend. Herr Eikens, wenn man sich die Politik des BML anguckt, dann erkennt man ja, dass die ländliche Entwicklung von Jahr zu Jahr wichtiger wird für Ihren Ministeriumsbereich. Warum ist das eigentlich so? Nun, wir müssen schauen, wie ist es um die ländlichen Räume in Deutschland bestellt. Wir haben florierende ländliche Räume mit niedrigen Arbeitslosenquoten, mit Bevölkerungszuzug. Da brauchen wir weniger zu tun. Aber wir haben ländliche Räume, die haben Demografieprobleme. Die haben 30-40% der Bevölkerung in den letzten 25 Jahren verloren. Wir haben Probleme, dort eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und wir wollen diese ländlichen Räume retten. Wir wollen dazu beitragen, dass die kreativen Menschen im ländlichen Raum Hilfestellung bekommen, damit wir eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland haben. Und deshalb müssen wir mehr tun für abgehängte ländliche Räume, für ländliche Räume mit Problemen. Und jetzt haben Sie ja das Bundesprogramm ländliche Entwicklung finanziell aufgestockt. Was gibt es da jetzt für besondere neue Akzente? Ein neuer Akzent ist, in wirtschaftlich schwächeren Regionen die Gründung selbstständiger Existenzen zu fördern. Wir geben Geld bis zu 200.000 Euro pro Einzelfall, wenn junge Leute mit kreativen Ideen sich selbstständig machen wollen im ländlichen Raum und damit auch die Selbstständigenquote erhöhen, die Wirtschaftslage stabilisieren, denn wo Arbeitsplätze sind, bleiben die Menschen eher und dort kann ich Strukturen aufrechterhalten. Was ist dabei die Aufgabe der BLE, Herr Eiden? Ja, wir setzen um, konkret um, das, was das Bundesministerium aufgestellt hat. Und wir haben darüber hinaus schon eine ganz lange Tradition. Seit 20 Jahren kümmern wir uns um die Vernetzung der Akteure in den ländlichen Räumen. Seit 20 Jahren ist die Vernetzungsstelle ländliche Räume in der BLE beheimatet. Das ist ein Programm der Europäischen Union, die seit 25 Jahren diese Initiativen fördert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass im ländlichen Raum die Menschen zusammenrücken und gemeinsam anpacken, um was zu bewegen. Und das unterstützen wir, diese Netzwerkbildung. Und Sie organisieren sogar Wettbewerbe und Preise, oder? Ja, seit 2010 zum fünften Mal organisieren wir diesen Wettbewerb gemeinsam stark sein und da ist ja der Name schon das Programm. Und da wollen wir jetzt ja gleich in die Präsentation der Gewinner des Wettbewerbs gehen. 24 Projekte haben sich dieses Mal beworben bzw. sind vorgeschlagen worden. Vier können wir jetzt auszeichnen und ich denke, wir beginnen jetzt damit. Wir beginnen mit dem Publikumspreis. Der Publikumspreis wird dieses Jahr zum ersten Mal vergeben. Das Publikum konnte sich per Twitter der Deutschen Vernetzungsstelle dann
Ihren Favoritenbeitrag auswählen und Sie sagen uns jetzt, Herr Eiden, welches Projekt gewonnen hat. Gewonnen hat das Projekt Philharmonie tanzt aus dem Westerzgebirge. Ich darf die Vertreter dieses Projektes nach vorne bitten. Philharmonie tanzt ist ein inklusives Musik- und Tanzprojekt, das Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Couleur mit sinfonischer Musik zusammenbringt. Die Erzgebirgische Philharmonie Aue hat Beethovens 6. Sinfonie, die Pastorale, als Musik- und Tanztheater inszeniert. Mit großem Erfolg kam das Stück im Juni 2016 zur Aufführung. Wir freuen uns, dass Sie den Publikumspreis gewonnen haben. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Die Projektgruppe Philharmonie tanzt aus dem Westerzgebirge. Ihr Applaus. Dann geht's gleich nahtlos weiter. Der dritte Platz des Wettbewerbs Gemeinsam sind wir stark geht an. Also, meine Damen und Herren, der dritte Preis geht an die Seniorengemeinschaft Kronach. Ich darf die Vertreter von Kronach nach vorne bitten. Die Seniorengemeinschaft Kronach stärkt den nachbarschaftlichen Zusammenhalt im Landkreis Kronach. Die Selbsthilfegemeinschaft koordiniert das soziale Engagement und vermittelt Kleinhilfen zur Bewältigung des Alltags. Die Seniorengemeinschaft Kronach gilt als modellhaft und dient immer häufiger als Vorbild für neue Seniorengemeinschaften. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute den dritten Preis dieses Wettbewerbs übergeben können. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank für Ihr Engagement. Das ist einen großen Applaus wert, die Seniorengemeinschaft Kronach, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Viel Erfolg beim Feiern des Preises. Der zweite Preis des Wettbewerbs Gemeinsam sind wir stark geht an. Ja, an das Projekt Neustädter Hof in Ovelgönn in Niedersachsen. Da freue ich mich, da war ich schon mal. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf die Vertreter aus Ovelgönne auf die Bühne bitten. Also die Preisträger kommen aus dem Norden unseres Landes. Ovelgönne ist eine Gemeinde im Norden Niedersachsens. Um den Betrieb ihrer Traditionsgaststätte aufrechtzuerhalten, gründeten die Bewohner von Neustadt, das ist ein Teil von Ovelgönne, eine Genossenschaft. In der Genossenschaft engagieren sich heute mehr als 300 Einwohner. Der Gasthof ist nun ein zentraler Ort des Dorflebens. Durch dieses Engagement der Bürger blieb den 500 Einwohnern des Dorfes ihr wichtigster Treffpunkt erhalten. Und ich finde, dafür hat man einen Preis verdient. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. So, meine Damen und Herren, jetzt wird's spannend. Der erste Preis geht an das Bürger- und Kreativhaus Bruchmühle. Herzlichen Glückwunsch! Durch dieses Projekt verwandelte sich eine innerörtliche Brachfläche
zum kulturellen und sozialen Mittelpunkt des Dorfes Bruchmühle in Brandenburg. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Ortsbeirat der Stadtverwaltung, der LAG Märkische Seen und dem Jugend- und Kulturverein Bruchmühle e.V. wurde die Brache umgestaltet. Es entstand ein barrierefreies Gemeinschaftshaus mit verschiedenen Gemeinschaftsräumen und Sportanlagen. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass wir Ihnen für dieses Engagement den ersten Preis des Wettbewerbs übergeben können. Alles Gute. Man bekommt Lust, in Ihren Ort Bruchmühle zu ziehen, wenn man das liest. Meine Damen und Herren, Bürger- und Kreativhaus Bruchmühle, der erste Preis im Wettbewerb Gemeinsam sind wir stark. Herzlichen Glückwunsch. So, meine Damen und Herren, damit sind wir schon am Ende unserer kleinen Preisverleihung. Ich danke Herrn Dr. Eikens und Herrn Dr. Eiden für die Unterstützung bei der Preisverleihung. Vergessen sollten wir aber, glaube ich, auch nicht, Herr Dr. Eiden, das ganze Team der BLE, die den heutigen Abend hier vorbereitet hat, und das Zukunftsforum. Auch dafür vielen Dank und für die Organisation des Wettbewerbs. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie es gut gehen. Einen schönen Abend. Und ich bitte jetzt nochmal die ganzen Preisträger auf die Bühne für das Abschlussfoto. Vielen Dank.